Es ist mal wieder Zeit, euch ein paar Decks zu zeigen, die nicht so teuer sind, man könnte sie auch Budget nennen, mit denen ihr quasi in eure Locals gehen könnt und dort ein bisschen was abreißen könnt. Nehmt die nicht mit auf den YCS, wird wahrscheinlich nicht so funktionieren, aber für nicht so großes Geld könnt ihr mit den Decks wirklich halt einiges tun. Ich habe das Budget heute mal so ein bisschen höher gesetzt als 50 Euro, denn einige von den Deckstrategien erfordern halt ein paar Euros mehr. Ihr versteht, was ich meine, wenn wir dabei sind. Starten wir mit dem ersten Deck und das einmal Ancient Warriors. Und das ist ein Lieblingsdeck von EhrenTTG. Links übrigens in der Videobeschreibung, wenn ihr mal ein bisschen Plays von dem Deck sehen wollt. Dieses Deck ist ziemlich, ziemlich interessant. Es hat ein cooles Monster, das ist das hier. Das ist ein Link-Zeit-Monster, was einen sehr guten Effekt hat. Das kann man suchen, kann man es bouncen. Richtig, richtig gute Karte. Was man aber nicht vergessen darf, dieses Deck kann relativ einfach dich umbringen. Wir gucken uns kurz einmal die Deckliste an. Die sieht einmal so aus. Die meisten Karten davon werdet ihr noch nie gesehen haben. Die meisten generischen Karten, die unten sind, werdet ihr schon mal gesehen haben. Hier ist, wie gesagt, Tactics drin. Das ist eine Karte, die müsst ihr nicht unbedingt spielen. Aber ihr könnt sie natürlich spielen, weil es ist eine gute Karte. Der Vorteil von diesem Deck ist, wie ihr seht, von diesen ganzen Karten hier, bis auf zwei sind nicht Licht oder Finsternis. Das macht also die Mystic-Karten komplett nutzlos. Und ihr könnt eine Karte, wie ihr seht, wie Necro Valley in eurem Main Deck spielen, weil euch das eigentlich gar nicht juckt. Und das ist ziemlich, ziemlich gut. Das Deck, wie gesagt, OTK halt wie kein anderes. Es hat die Möglichkeit, Spells zu annullieren. Ist also auch gar nicht so schlecht. Es kann relativ einfach Monster aufs Feld kriegen, wenn der Gegner mehr Monster hat. Das ist schon mal sehr, sehr viel wert, weil ihr auch keine kleinen Monster habt. Das sind relativ große Monster, die über die gegnerischen Monster drüber rennen können. Und das sind Beast Warrior Monster. Ihr könnt die also mit Tanky suchen, deswegen ist die auch auf 3 drin. Ist also ein sehr spannendes und sehr solides Deck. Und wie gesagt, auch nicht so teuer. Ich habe hier in diesem Format ganz gerne Decks von alten Meta-Strategien, weil die irgendwann halt relativ budget sind und trotzdem halt kompetente Decks sind, die in sich halt funktionieren, auch wenn sie vielleicht nicht mehr ganz so stark sind. Und das folgende Deck hier ist genauso ein Deck. Das ist eine Kumulation aus zwei verschiedenen Meta-Decks. Das ist einmal Necros Drytron. Hier ist einmal die Deckliste. Das sieht alles ziemlich weird aus. Die Grundstrategie ist eigentlich nur folgt. Ihr nehmt die Drytron-Monster und sucht damit eure ganzen Ritualmonster. Mit den Ritualmonstern sucht ihr euch weitere Karten. Und dann versucht ihr mit der Ritualbeschwörung, Abkalon aus dem Extra-Deck in den Friedhof zu bekommen, damit ihr mit der Fallenkarte eine Winde aufs Feld bekommt, damit der Gegner nicht mehr mitspielen kann. Ihr überlebt in der Regel ganz gut, weil die Necros-Monster sind Wasser. Das heißt, in der Regel überlebt ihr gegen die Bestials ganz gut. Abgelaufen ist das einzige, was Dark ist, was nach einem Friedhof sein wird. Und Lichtmonster von dem Herold müsst ihr auch ein bisschen aufpassen, genauso wie Drytron-Monster. Allerdings ist das, glaube ich, ein Deck, was ziemlich Bock macht zu spielen. Ich sehe das Deck und denke mir so, ja, habe ich richtig Bock drauf. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, wenn ihr euch ein Deck anguckt und denkt, ja geil, da habe ich richtig Bock drauf, damit Yugi zu spielen. Und ich glaube, das könnte genauso ein Deck sein. Ich glaube, ihr müsst nicht mal diese Winde-Engine spielen. Ich glaube, die ist halt nur on top. Das Deck selber sieht so auch kompetent genug aus, um halt Sachen machen zu können. Ihr seht das Extra-Deck, ihr könnt auf Zeug hingehen, ihr könnt ein paar Synchro-Plays machen, ihr könnt eine Baroness bauen, wenn ihr wollt. Da ist also sehr viel möglich und der Herald ist natürlich der Enabler für alle möglichen Sachen. Den aus der Hand zu bekommen, ist nicht so nicht schwierig, denn Benten sucht halt Licht-Fairy-Monster. Go figure, das ist ein Licht-Fee-Monster. Ich glaube, in dem Deck könnt ihr einiges reißen, weil viele nicht mehr wissen, was die ganzen Necros-Karten machen. Und das kann euch helfen, auch mal ein oder zwei oder drei Games zu gewinnen, ohne dass euer Gegner immer weiß, was gerade passiert ist. Wir haben einen Punkt im Video erreicht, wo ihr gerne mal ein Like da lassen könnt, wenn ihr mehr solche Videos von mir sehen wollt. Weiter geht's mit dem nächsten Deck und das ist ein Deck der vergangenen Ära von Yu-Gi-Oh! Und das ist ein Dogmatiker-Deck. Ich habe das jetzt extra hier reingepackt, weil Dogmatiker bekommt Support mit einem Ritualmonster. Und das ist aber das hier. Und das Ritualmonster ist ziemlich gut, das kann entweder die Hand vom Gegner komplett zerstören, oder das Extra-Deck komplett kaputt machen. Und das ist, ich muss euch gar nicht sagen, wie stark das ist. Hier ist einmal eine Deckliste, wie das ungefähr aussehen könnte. Ihr müsst nicht genauso spielen, aber das könnte man ungefähr so in diese Richtung machen. Das Deck macht einfach Bock. Und auch hier wieder mit dem Budget, wir haben hier die Bistik-Karten drin. Die könnt ihr spielen, die müsst ihr nicht spielen, die sind nicht essentiell für das Deck. Aber es gibt euch natürlich einen kleinen Edge für den Gegner, wenn der dich mindestens mal so spielt. Aber das Ritualmonster zu beschwören, ist halt der Key und der Kern der Strategie. Wenn ihr das aufs Feld bekommt, hat der Gegner echt ein Problem. Der große Nachteil von dem Deck ist, wenn ihr Second geht, kann das was machen, aber es spielt nicht unbedingt gut durch Interruptions durch. Ist also vielleicht nicht die beste Choice, Second zu gehen.
aber es ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr cooles Deck. Und ich persönlich mag ja die Dogmatiker Artworks sehr gern. Ich mag Ecclesia, ich mag Fleur, ich mag Maximus. Ich glaube, das ist ein sehr cooles Deck und mittlerweile ist Maximus auch so eine Karte. Die meisten Decks profitieren nicht mehr davon, wenn Karten vom Ex-Deck auf den Friedhof gelegt werden. Und das nervt die halt mehr, dass es denen hilft. Deshalb ist, glaube ich, eine ganz gute Option, auch den Maximus da wirklich zu spielen, um halt mehr Sachen machen zu können, um den Gegner halt mehr zu interrupten, um mehr Karten vom Ex-Deck auf den Friedhof legen zu müssen. Das nächste Deck ist ein Fan-Favorite von sehr, sehr vielen, weil es ist wieder ein Wasser-Arc-Type. Ihr seht den Trend für heute, es sind sehr viele Wasser-Arc-Types drin. Denn wir wollen bis jetzt nicht unbedingt mehr Karten geben, als sie eigentlich brauchen. Und das einmal Shark XYZ, nehmen wir es einfach mal. Das ist so, wie das Deck jetzt hier auch heißt. Das basiert einfach nur darauf, dass ihr mit euren Wassermonstern Rang 4 Monster machen könnt, die euch einen Tod geben können, euch überleben lassen. Ihr könnt einen F-Zero bauen meinetwegen. Ihr habt sehr viele Möglichkeiten, mit dem Deck wirklich den Gegner halt extrem zu nerven. Und Karten, die die gegnerischen Monster zu Wassermonster machen und ihr aktiviert eine Karte wie Gozen Mitch, kann sehr viele Decks extrem hops nehmen. Das solltet ihr wissen. Und das macht das Deck meiner Meinung nach sehr cool. Es gibt Karten wie hier Ready Fusion, die hier gespielt werden. Komischerweise nur auf 2. Der Typ, der das Deck gemacht hat, lebt auf jeden Fall Two-Offs. Lasst euch davon nicht abschrecken. Das Deck selber ist an sich ziemlich, ziemlich gut. Und profitiert auch davon, dass aktuell nicht so viele Leute Ash spielen. Weil sonst Ash auf die Normal Summon tut halt echt richtig weh. Was mich hier auch wundert ist, in dem ganzen Deck, da ist kein 1-for-1 drin. Und das ist eine Karte, die wir auf jeden Fall spielen. 1-for-1, 1-for-1 Spezialbeschwörten Level 1 Monster aus dem Deck. Und das Starterplay von dem Deck ist ein Level 1 Monster. Würde ich also schon considern zu machen, bevor man vielleicht Sachen wie, weiß nicht, Cosmic Cycling spielt aktuell. Aber auf jeden Fall cooles Deck. Nächstes Deck kommt jetzt. Wer hätte das erwartet, ist ein weiterer Wasser-Arc-Type. Und es ist diesmal Piraten auf Schiffen. Und das ist einmal der Plunder-Patrouillen-Arc-Type mit der Brave Engine. Ich weiß, die Brave Engine ist immer noch relativ teuer. Ihr könnt die aber sehr minimal spielen, wenn ihr die überhaupt spielen wollt. Das Schöne ist halt, dass die mit dem Deck selber sehr schön interagieren kann, weil die auch Sachen equippen kann. Das ist also nochmal doppelt schön für das Deckthema. Aber es ist nicht essentiell notwendig, aber es ist cool, wenn ihr es halt habt. Das Deck selber profitiert halt davon, dass wir aktuell sehr viele Licht- und Finsternismonster sehen und können damit halt die guten Schiffe aus dem Ex-Deck holen. Für alle, die nicht wissen, was das Deck tut, kurze Prämisse. Ein paar von den Planet-Patrouille-Monstern haben die Fähigkeiten, gegnerische Monster zu wählen und dann aus dem Ex-Deck ein Schiff zu beschwören, was dieselbe Eigenschaft hat wie das gegnerische Monster. Dadurch, dass wir aktuell viele Licht- und Finsternismonster sehen, können wir halt relativ einfach, wie ihr seht, die Schiffe holen, die ziemlich, ziemlich gut sind. Das ist einmal das Finsternisschiff und das Lichtschiff, die beide Effekte haben, die unglaublich mächtig sein können. Und ihr habt eine Karte wie den Fieldspell, der auch cool ist, weil er euch immer wieder ein paar Karten geben kann, Sachen in den Friedhof legen kann und mit dem neuen Support, mit dem Raben, den wir bekommen haben, im vorletzten Hauptset, glaube ich, müsste es gewesen sein, ich weiß nicht mehr, ich meine vorletztes Hauptset, ist das Deck auf jeden Fall deutlich spielbarer. Und wir kriegen Support im nächsten Hauptset mit einem weiteren Schiff, was ein Synchro-Pendel-Monster ist, was dem Deck nochmal hilft, noch ein bisschen mehr machen zu können, auch wenn das jetzt nicht unbedingt essentiell notwendig ist. Ist aber ein sehr cooles Deck und hat auf jeden Fall einen gewissen Flair, dieses Deck zu spielen, wenn man damit auf Locals gehen möchte. Das waren die beiden Decks für dieses Video. Lasst mir gerne mal ein Abo da für das Video. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao, Leute.